Mein General ist schwanger. Schön wär's, aber nein. Oh. Er ist ein Level aufgestiegen. So, 3 Autorität werden General, Rekrutierungskosten für alle Einheiten, Moral für alle Einheiten in der Armee. Und das macht ihn einfach grundsätzlich übelheftig. Was gibt's noch? Erfahrungsrang für Ränge für Infanterie-Rekruten. Ja. Ich nehme das. So. Der Typ hat eine Eigenschaft erhalten. Das klang jetzt irgendwie nicht so gut. Was hast du da gekriegt jetzt? Ich habe das irgendwie... Eigenschaften. Alter, der kriegt auch nur behinderte Eigenschaften. Ärmliche Herkunft. Selbst ein Ziegenhirte kann Großartigkeit erreichen, wenn es so geschrieben steht. +4 öffentliche Ordnung pro Runde in der lokalen Provinz. Dafür -5% Steuersatz. Misstraut Fremden. Fremd nicht bekannt. Der Name sagt alles. Versteht ihr? -2 Zolleinkommen durch Handelseinkommen. Fraktionsweit? Der, du wirst also, sowas von gefeuert. Begeh Selbstmord, Alter. Ah, scheiße. Und da kommt jetzt auch noch eine Armee von den Lugiern mit zu. Der Typ hat halt eine Full-Stack-Armee. Was ist jetzt eigentlich mit euch, Keks? Habt ihr es jetzt hingekriegt, da eine... Hast du es hingekriegt, dann... Nein, du hast wirklich nicht alle Einheiten rekrutiert, so wie ich es gesagt habe. Ich glaube, ich werde nicht mehr. 2 spartanische Obliten, obwohl du 6 Einheiten hättest rekrutieren sollen. Was ist denn da passiert, ey? Aber das verstehe ich halt auch nicht, weil in der Runde davor war das, glaube ich, war das noch richtig. Also bevor ich halt gesagt habe, dass der... Oder warte. Nein, Tatsache. Mit Odysseus sind diese Einheiten, also die Rekrutierungsmöglichkeit für diese Einheiten, sie waren in Odysseus. Okay. Okay, dann Planänderung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Einheiten werden rekrutiert. Kann ich das auch machen, nachdem ich ihn bewegt habe? Ja. Also nicht Gewaltmarsch, aber normal. So, mein Freund, dann machen wir nämlich jetzt Folgendes. Du läufst bis hierhin. Das geht nicht. Zu weit. Dann brauche ich dich eigentlich nicht laufen lassen. Dann stelle ich dich in die Stadt rein, damit du für ein bisschen öffentliche Ordnung sorgst. Aber sonst brauche ich dann nichts machen. Gut, na dann. Das Leben eines Soldaten. Es ist ein gutes Leben. So. Dann wird das jetzt quasi eine reine Hoplitenarmee werden und ich werde da einfach reinstürmen wie so ein Wahnsinniger. Na dann. Später. Später. Ja, jetzt gerade kann ich nur nicht. Weil mit 9 Einheiten brauche ich da nicht reinlaufen gegen eine Full-Stack-Armee plus Garnison.
Nee, solltest du vielleicht nicht. So. Das Problem ist, ich werde Malwa sehr wahrscheinlich nicht halten können. Also ich überlege gerade, die Truppen aus Malwa abzuziehen. Mhm. Quasi Malwa einfach wieder aufzugeben. Mhm. Und dann mit zwei Armeen Odysseus anzugreifen. Weil Odysseus eine Stadt ist, die für mich einen größeren Wert hat. Ja. Vor allen Dingen in Malwa ist halt die Armee schon sehr angegriffen. Ne? Eben. Also. So. Ja, also würde ich es auch so machen, ja. Dann gebe ich jetzt der Armee in Malwa zwei Runden Zeit. So lange, bis die Hoplitenarmee voll ist. Und sobald die Hoplitenarmee komplett ist, beziehungsweise in der Zeit werde ich wahrscheinlich auch nochmal die Herakles Faust aufrüsten, also ein bisschen aufstocken wieder, weil die sind auch nur noch 15 Einheiten. Mhm. Ja, warte, aber ich kann ja Armeen zusammenziehen, oder? Du kannst die Einheiten zusammenziehen. Ja, Armeen auch. Also, nee, ich meine zusammenlegen. Einheiten zusammenlegen. Ja. So. Ah, nee, warte mal. Dann nehme ich die hier und eine möglichst. Na gut, die sind alle nicht mehr so komplett. Kann ich auch Einheiten zusammenziehen, der, wenn sie mehr als die Hälfte, also dann quasi mehr als eine volle Einheit ergeben würden? Also ja, also die eine Einheit wird halt dann aufgestockt und die andere gibt dann quasi alles ab, was also die Einheiten werden quasi verschoben dann. Okay, gut. So. Dann machen wir das hier drüben auch. So. Gut. So gefällt mir das auf jeden Fall besser. Hey, krass. Mhm. Die öffentliche Ordnung in Makedonien fällt. Warum? Könnte natürlich auch ein feindlicher Agent sein, der das macht. Also hier steht Ereignisse, ja. Ja, dann ist es ein Agent. Allerdings reicht es nicht, weil Ereignisse sind minus 3. Sklaven minus 9, Steuern minus 5 und Gebäudeverarmung minus 8. Also es kann auch sein, dass das ein Veteran oder so ein Krieger gemacht hat und der macht eben eine Sklavenmeuterei oder also auf einen Aufstand und dann ist es eben dann wird der Sklavenstand plus, genau.
Genau, okay. Plus dann die Aktion, ja. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das lief gerade so gut und jetzt geht's wieder nicht mehr. Kann ich euch behilflich sein? Ja, ich denke, das kannst du. Wie kann ich euch dienen? Versorgung der Armee zu sabotieren. Sabotage gescheitert. Ich bitte, mein Versagen zu verzeihen. Ich soll dein Versagen verzeihen. Zu euren Diensten. Erzähl das den Bürgern von Malwa. Die sterben werden. Zu meinen größten Dauern. Obwohl... Kommt drauf an, wenn die Garnison. Ja, okay, aber die Garnison ist halt nicht in gutem Zustand, ne? Definitiv nicht. Das mit Odessos ärgert mich wirklich. Und zwar so massiv. So. Ja, das war echt unnötig. Also. Ja, weil die Stadt, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich die Schlacht gespielt hätte, hätte ich die auch gehalten. So. Ja. Definitiv. Ja, warte mal. Das ist. Was wird gerade erforscht? Ach, das wird gerade erforscht. Okay, gut. Ermöglicht die Rekrutierung von Würdenträgern. Das habe ich gerade erforscht. Mein Können steht euch zur Verfügung. Was kannst du eigentlich? Das würde mich jetzt nämlich mal interessieren. Was ist denn das, was du kannst? Erfolgsschuss bei allen Aktionen. Okay, du bist eigentlich eine geeignete Spionin, aber sonst kannst du eigentlich nichts Hilfreiches. So, wie wär's denn damit? Du rennst darüber und brauchst dafür 3 Runden. Okay, du bewegst dich noch. Ich erwarte eure Befehle. So, Herakles Zorn ist wieder voll. Yay! Wie sieht's? Bereit zum Kampf! Herakles Speere noch nicht ganz. Ist die Frage, ist mir das jetzt egal? Kann ich überhaupt einen Angriff schon führen? Nein. Was ich aber tun könnte, ist, ich könnte eine Armee im Gewaltmarsch in die Stadt schicken. Nach Malwa. Das würde auf jeden Fall verhindern, dass die Lugier, wenn sie denn dann überhaupt noch angreifen, die Stadt kriegen. Ja.
könnte danach immer noch weiterziehen. Andererseits ist das eigentliche Ziel Segestia. Allerdings habe ich mit der Fraktion, denen das gehört, aktuell keinen Krieg. Aktuell. Richtig, da steht keine große Armee drin. Ich käme allerdings auch nicht bis hin. Also es wäre so oder so, würde es 2 Runden dauern. Ja, Kain kann es ja warten, bis du vor den Toren stehst und dann Krieg erklären. Ja, nee, das Ding ist gerade eher, wie schnell ich jetzt das alles vorantreibe. So, aber ich glaube, also, weil Segestia würde ich, oder wartet, das kann keine Hauptstadt sein, das ist ein Dorf. Okay. Gut, dann wenn er da eine Fullstack reinstellt, müssten meine Leute da eigentlich definitiv stärker sein. So, heißt, ich schicke jetzt die eine Armee im Gewaltmarsch nach Malwa, wo aber halt immer noch die öffentliche Ordnung massiv runtergeht, wegen der ganzen Unruhen. Der rekrutiert noch 2 Jahre. Der wird nächstes Jahr wieder nach Hause kommen. Und danach geht's gegen Odysseus. Ah, fuck. Agenten vergessen? Nein, ich habe eine Armee vergessen zu bewegen. Ah. Ansonsten hätten wir jetzt wahrscheinlich jede Runde mindestens bei mir. Okay. Eine... Okay. Komm, das kämpfen wir. Du willst Massaker haben? Hol's dir. Alles klar, wenn du mich schon so. Okay, also es ist auch so eine 2-1 Schlacht, ne? Mehr. Also deine. Mehr? 1800 gegen was hab ich in meiner Armee? 800. Ja, okay. Was hast du? Nur die Garnisonsarmee. Genau. Oh. Nur eine angekratzte Garnison. So ungefähr. Und ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das so eine Stadt ist, wo man sich gut mit Pikinieren verbunkern kann, aber kann man nicht. Tja. Gut. Mal gucken, ob ich dich dann ein wenig ausbremsen kann auf deinem Feld. Ja, das könnte gut sein. Also die erste Armee werde ich aufhalten können, aber die zweite mit den 1800? Mal schauen. Dum, 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 dum. So. Puh. Muss damit auch so zu machen. Organisiert euch! Ja, ganz genau. Okay. Organisiert euch. Ich bin soweit. Ja, ich gleich auch. Nahkampfinfanterie!
Wo kommt okay, Max folgender mit? Plan. Bam, bam, bam. Und also ohne den Riesenschlenker, sondern okay. Ich hab verstanden. Und wenn die dann da so, dann hier so und so und so und Gefecht starten. Und Gefecht starten. Sorgt euch nicht wegen dieser Armee aus Pontos. Ich habe noch nie gehört, dass pontische Männer über besonderen Mut verfügen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Na, von da hinten, okay. Na, das geht doch. Wir verlieren Boden. Oh nein, wir verlieren Boden, aha. Wieso? Du hast dich doch noch gar nicht bewegt. Doch, meine Armee hat sich. Oha. Verstärkung. Willst du warten, bis die Armee hinten kommt? Weil dann würde ich vorspulen. Warte, ich muss jetzt gerade. Jetzt muss ich erstmal meine Armee. Okay. Okay, jetzt entspann dich mal. Ja, ja, ich kann warten. Ich hab Zeit. Hügelmänner, wie ihr Befehl! Befehl verstanden! Zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Ich erwarte eure Befehle! Hügelmänner, doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Da bin ich mal sehr gespannt, was du da so machst, gell? Ich auch. Ach, du siehst ja meine ganzen Einheiten noch gar nicht. Ja. Cool, die haben eine Pferdstandarte. Okay, also von mir aus können wir vorspulen. Ja. Ah, was ist das? Das ist gerade Pause, wo du drauf gedrückt hast. Nee, ich habe eigentlich gerade... Ich meinte, ich habe gerade aus Versehen Steam Fenster geöffnet. Ach so, deswegen Pause, ja, okay. Ja. Deswegen war... Jetzt hätte ich Pause. Oh, diese Pause. Nehmen wir mal diese. Wir sind Männer, wir brauchen keine Pause. Noch langsamer. Allerdings habe ich ihnen natürlich auch gesagt, sie sollen nicht rennen, sondern mal
Ja, das ist auch besser. Strategisch sinnvoll. Das in der Tat. Was machen deine Hügelmänner da? Also, ist schon geplant, oder? Kommt drauf an, was geplant sein soll. Ja, anscheinend ja. Was du meinst jetzt? Nee, ich hab überlegt, ob das jetzt Absicht ist oder ob die einfach so sich freiwillig dahin bewegen. Sie haben gerade ganz eigenmächtig entschieden, wir wollen das. Ja, hätte ja sein können. Ja, hätte ja sein können, dass es strategisch gewesen ist und nein, die haben eigentlich sind es Deserteure. Oh, krass. Du Armer. Mhm. Ja. Hm. Kennt man ja von diesen ganzen Weicheiern und Moral nicht anders. Solche Weicheier. Gut. Aber wirklich. Okay, also von mir aus können wir. Gut. Dann let's start the show. So. So, where could I be? Ich bin gar nicht der. Du kannst einfach erobern. Da ist niemand mehr. So, welche Einheit bewegst du jetzt als erstes? Ah, die in der Mitte. Da, da, da. Die haben schon echt große Schilde. Ja, praktisch, nicht wahr? Mhm. Sieht ein bisschen aus wie diese Paletten. Ja. Aber naja. Oder wie Gardinenvorhänge oder so. Entschuldigung, ich auf. Du. Du Wiesling. Du Dover. Du wirst jetzt dann noch genügend Zeit zum Lachen haben. Ja, hoffe ich. Kommt drauf an, wie lange meine Einheiten durchhalten, ne? Das ist so eine Sache. Das ist nie und nimmer alles, was du stehen hast. Ja, aber so ziemlich. Wow. Okay. Also, ja, da ist noch ein bisschen was, aber ja, so ziemlich. Schwere Bogenschützen! Gebt ihnen Feuer! Das ist der Vorteil an Bogenschützen gegenüber Steinschleudern. Ja, ich merk's. Wie ihr befehlt! Ich erwarte eure Befehle. Bogenschützen! Und der Vorteil der Steinschleuderer ist die Reichweite. Schwere Bogenschützen! Hügelmänner! Schwere Bogenschützen! Du hattest also noch etwas Reiterei für mich. Männer wanken. Ja, wenn du so gemein bist und meine einzige Chance wegballerst, muss ich die jetzt schon einsetzen. Verdunkelst gerade gar nichts, weil du gerade getötet. Verstanden!
Ich hätte dich natürlich jetzt schön einkesseln können, aber wolltest du nicht, ne? Nee, ich hab mir gedacht, ich bin jetzt mal nett. Ah, und cool. Lass das noch ein bisschen bleiben. Na schön. Hügelmänner, zerstört sie! Unser General wird angegriffen! Doppelte Geschwindigkeit! Kicken bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Herr! Schießt! Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, was der Typ da vorne zu suchen hat, aber ich finde es sehr heldenhaft. Das ist ein schändlicher Anblick. Weil eigentlich hätte er da gar nicht hin sollen. Aber hey! Ah, da hast du auch noch ein paar leichte Matrosen. Leichte Matrosen? Ja, ziemlich leichte Matrosen sogar. Nee, das sind die von vorhin. Okay, Männer. Planänder. Jetzt echt gewinnen, oder was? Hatte ich vor, ja. Du bist so gemein. Ah, ich hab dir eine Lücke gelassen. Ja. Was? Bei welcher Gelegenheit das denn? Achso, der von der Verstärkungsarmee. Wen interessiert denn der? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wie lauten eure Befehle? Schieß! Befehl verstanden! Wir erwarten eure Befehle. Nahkampf, Infanterie bereit! Ich verstehe, was du tust. Ja. Irgendwie muss ich es ja versuchen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Können die da nicht hochschießen oder so? Ihr seid doch Plänkler-Kavallerie. Na also, das gefällt mir schon besser. Jakob, es wird mir sehr viel Freude bereiten, deine spartanischen Einheiten dann platt zu machen. Bitte was? Es wird mir sehr, sehr große Freude bereiten, deine spartanischen Einheiten dann platt zu machen. Tja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Irgendwo muss ich ja deine Schwächen austesten. Ja, du kennst meine Schwächen, aber die bringen dir nichts, weil du keine Fernkampfeinheiten baust. Als Spartaner. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schlag. Sagst du. Sagst du. Ich hab genug von dem Spielchen und Randa. Ja, wow, endlich. Darf ich mich auch mal verteidigen? Du durftest dich die ganze Zeit verteidigen. Die Effizienz deiner Verteidigung war das, was ich möglichst kaputt machen wollte. Ja. War schon und mit relativ großem Erfolg, weil du da jetzt eine Generals-Pikini-Einheit stehen hast. Ja, anstatt zwei Fullstack. Unsere Männer fliehen vor richtig. Das ist ein schändlicher Anblick. Tja, ich hätte doch gegen den in die KI spielen sollen.
Aber ich muss sagen, sehr gut gespielt. Dankeschön. Lebt noch jemand von... Nee, es lebt doch keiner mehr von mir. Achso, du machst ich töte einfach nur den Rest. Ja, komm. Brauchst du nicht. Spaß, das ist gut. Ist ja meine Stadt. Ist eh nur Garnison, oder? Ja, ja. Ja. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Meistertaktiker. Oh. Du hast eine Garnison getötet. Gut. Wow. Tja, ne? Aber du hast fast genauso viele Leute getötet wie ich. Ja. Liegt allerdings hauptsächlich daran, dass du gute Bogenschützen hast. Ja. Also eine gute Bogenschützeneinheit. Und ja, und ich nicht gut auf meine Bogenschütze aufgepasst habe wegen deiner Batterie. Ach doch. Also eine Fernkampfeinheit ist draufgegangen, aber dafür meine Kavallerie. Also an sich war es. Ja. Nötiger. Wäre aber besser gegangen. Ja, ja. Und du hast irgendwann deine Bogenschützen nach vorne gezogen. Da habe ich dann schon überlegt, ob ich jetzt quasi meine Steinschleuder wieder weiter wegziehen soll. Mhm. So, damit dann halt wieder meine Steinschleuder außerhalb deiner Reichweite sind. Mhm. Also ich glaube eigentlich, die beste Waffe gegen Elefanten wäre Reiterkavallerie. Ja, das auf jeden Fall. Wie heißt es? Reiterkavallerie ist. Wie meinst du das? Doppelt hält besser. Ich meine. Meinst du die Plänkler-Kavallerie? Geschosskavallerie meine ich. Also ja, Plänkler-Kavallerie, ja. Genau. Ja, ist es auch. Also vor allem die ja, Brandpfeile machen kann.